ich will sie nicht vorwegnehmen. So, ich schaffe den Golem natürlich nicht auf epische Art und Weise. Und auf, also wirklich Epic Style. Nein. Ich verkacke natürlich erstmal dabei. Komm schon, bitte, 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 bitte. Yes. Gibt's so. Hier auch Gegner, die mein Leben droppen? Ja. Das ist unsere kleine Kugel, die geben uns 5 Hitpoints, aber das ist so selten. So, oh, wow. Hier sind noch 6 Gegner, an die wir nicht rankommen. Lass mich halten, die stehen alle im Wasser. Richtig, die sind alle im Wasser, wir müssen... Oh mein Gott, ein Geist! Ich wollte jetzt gelernt. Ja. Geist! So. Das Geist ist ein Viech, was kommt und sagt, was geht? Auf Herr DK-Art natürlich. Mhm. Yay, berühmte YouTuber, jetzt auch in diesem Let's Play. Mhm. Erwähnt. Ja. Deswegen mache ich das Let's Play auch mit so vielen Leuten. Es kommt immer was anderes. Es ist leer. Es ist leer. Hm. Aber, was fällt dir hier auf? Lahm. Die 2 Statuen, die da drauf gucken. Ah, gut. Bald da schon beim Mitterkopf. Finden wir noch 2 weitere, die wir dann vernünftig platzieren müssen? Ich sag dazu nicht mehr. Ich sag dir nur mal als Hinterkopf. Ich kann dir nicht alles spoilern. Was ist das für ein Kreis? Der pusht uns. Weh. Ich weiß nur gerade nicht, ob wir den jetzt hier brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Golems! Yay! Auf epische Art und Weise. Hinsetzen. Lame sind. Verlieren. Regenerieren die dann Leben oder einfach nur sitzen? Die sitzen da nur. Regenerieren nicht Leben. Ist quasi so, man merkt sich das hier so, wenn du auf dem Gebiet rausgehst und selbst wenn du einen Gegner nur mit einer Perle noch übrig hast, das Leben lassen, dann, regenerieren die sich wieder voll. Ich verwende hier mal schon ein paar Speedrunner-Tricks, weil ich mir die selber noch mit angewöhnen muss. Man kann nämlich durch Drücken der Select-Taste so eine Zerstörungssequenz quasi skippen. Und kann schon mal durchgehen. Und ja, ich weiß, dass ich gleich schon tot bin. Ah ja, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Okay, der haut dich gleich ab. Und es ist mir scheißegal. Wie das auch aussieht, woher der den Stein nimmt. Das ist sein Herz. Ja, ich find's geil, dass die beiden sich nicht mal wieder hingesetzt haben, nur wenn sie Damage nehmen. Das ist so fair. Und es stört mich nicht, weil ich mich selber gerade extrem dumm anstelle. Und ich glaube, wir kriegen... Speedrunner halt. Ja, richtig. Und ich glaube, ich krieg echt nur die, das Lebensupgrade, wenn ich einen Endboss besiege, weil ich habe mir den Speicherstand ein bisschen vorgezogen quasi. Weil einige andere nicht Zeit haben, die noch auf meiner Liste sind. Das heißt, ich ziehe das jetzt quasi vor. Echt, ey. Man muss das so machen, wie ich, immer für andere YouTuber da sein. Ich bin immer für dich da. Ja, aber es war auch irgendwie morgens um 9, dass ich angefangen habe und da war ich tatsächlich der Erste auf meiner Kontaktliste, der on war. Ja, um 9 Uhr schläft man normalerweise auch noch. Normalerweise. Oh gut, ich bin schon gleich wieder fast tot. So macht es Spaß. So, das ist der Tempel der Hoffnung. Tempel der Hoffnung. Da können wir aber nichts machen, weil wir nichts haben. Logischerweise. Aber wir haben noch 2 Herzen, das geht also noch. Hast du nicht irgendwie einen HP-Trank oder sowas? Ich hab Heilkräuter, aber den möchte ich nicht einsetzen. Nein? Nein. Kommt denn noch was so schwierig? Ah, 5 HP. Ja, ich möchte nämlich auch mit dir was Episches ausprobieren. Ah, natürlich mit mir. Oh. Vorher komme ich da nämlich nicht zu. Weil ich muss dafür zu dieser Stelle spielen. Das heißt also, das könnte die Aufnahme ein bisschen in die Länge ziehen. Oh, so gut. Ich habe Zeit ein bisschen. Oh, yes! Ach gut, die droppen ja, auch. Ja, fast sie. Yes! Oh Mist, der hat jetzt keine Hitpoints gedroppt. Yeah. Yay! Steinhaufen. So, wir müssen hier ein paar Schaden machen. Am besten, wenn wir den Flötensprung einsetzen, machen wir auch einen Schaden mehr. Warte, du kämpfst mit einer Flöte oder heißt es einfach nur so? Das ist eine Flöte. Ach du Scheiße. Kein Wunder, dass du keinen Schaden machst. Ja, das auch. Würde ich auch mit einem Holz
Stab auf Gegner einschlagen, würde es auch keinen Schaden machen. So wie Donatello. Du musst einfach lernen, Ninja zu werden. Ein Kawabunga schreien, dann passt das schon. So, hier sind noch zwei Gegner. Die muss ich natürlich noch besiegen. Das Geile ist, ihre Hitbox verschwindet, wenn man sie angreift. Und damit verschwindet auch die Hitbox ihrer Steine, wie ich merke. Finde ich gut. Nein, 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 tu mir nicht weh, tu mir hinten. Stirb, 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 bitte, stirb, bitte. So, dann ist er tot, bevor er explodieren konnte. Beziehungsweise wütend werde. Willkommen, Pokémon. Ja, so. Geowatt setzt Explosion ein. Mhm, so. Es ist leer. Die gleichen zwei Statuen wie vorhin. Das Spiel verarscht dich ein bisschen. Ein Fall für das Team von Galileo Mystery. So. Hey, noch eine Statue. Hey, noch eine Statue. Da ist eine Statue, da ist eine Statue. Benutz mal deine Kombinationsgabel. In der Mitte von den beiden müsste eine Truhe oder sowas liegen. Ja. Eventuell. Du hast die Statue der Hoffnung gefunden. Statue der Hoffnung? Hä? An einem Raum hatte ich diesen Namen gelesen. Ja, es ist geil, wie aus der dritten Person erzählt wird und dann wieder aus der ersten und dann wieder aus der zweiten. So, mit dieser Statue der Hoffnung müssen wir uns in diesen Tempelraum aufmachen, den ich gerade war. Lilly spricht aus deinem... Will, mir geht da etwas durch den Kopf. Ich glaube, ich habe Boss... Ich will pimpern. Für mich hat es den Anschein, als ob sich die Schatztruhe dort befindet, wo sich die gedachten Blicke der beiden Statuen treffen würden. Herrlich. Ah. Mit der Information kommt sie jetzt? Ich glaube, das Spiel geht davon aus, dass du eventuell beim ersten Mal brauchst. Nicht halt schon 10-mal durchgespielt hast. Wobei die trotzdem ein bisschen über ist. Naja, für mich persönlich. Also man nimmt ja sich den Spaß des Rätsels, wenn man direkt... Du hältst die Statue der Hoffnung hoch. Ein leises Flüstern füllt den Raum. Ich weiß, aber deswegen spoilere ich es nicht und sag nur achte drauf. Ich habe dir auch nicht den Endboss gespoilert. Auch wenn es extrem offensichtlich ist. Ein Geist! Noch ein Geist! Noch ein Geist! Und der ist so. Und noch ein Geist! Der Sonnenquadrama. Ich weiß, was du deine Kräfte weichen. Aber bitte mit Rama. Ja, Rama ist nämlich in vielen Mythologien, beziehungsweise in einer mir unbekannten Mythologie ist der Sonnengott, aber ich weiß es trotzdem seit diesem Spiel. Sieh doch nur, das Wasser ist zurückgegangen. Jetzt können wir endlich die unerforschten Gebiete erkunden. Mit neuen und vielen Gegnern und Geistern, die uns alle wieder töten wollen. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Egal in welchem Spiel, man will uns immer umbringen. Terraria, ja, Pokémon will man uns, ja, gut, umbringen nicht unbedingt. Uns unser Geld nehmen und unsere Tiere umbringen. Ja. Deswegen die Peter natürlich eine Verarsche von Pokémon programmiert hat. Sagt so, ja. Wir haben's. Peter, Drecksverein einfach, weil sie solche Sachen falsch angehen. So, wir sind hier wieder raus. Da unten kommen wir nicht weiter, wenn ich mich recht erinnere. Ich finde, die Statuen sehen so grenzdebil aus. Ach was, sie sind super schnieke. Es wird mal langsam Zeit, dass ich mal wieder einen Gaia-Raum finde, damit ich mal eine Health regeneraten kann, weil sonst wird es sogar für mich ein bisschen kritisch. Gaia-Ruhm. War klar. Ins Geist! War mir klar. Das ist das Geile, jetzt können sie auch da auftauchen. Mit Willis ist die doch teilweise ein bisschen schwer zweimal zu treffen und dafür lohnt sich der Psycho-Dash nicht immer einzusetzen, also hier dieser, wenn wir grün werden. Okay. Wir werden nicht blau, wir werden grün. Mhm. Ja, den schlechten Part. Wobei ich trotzdem Tim fand. So. So. Der hat nicht so schlechte Wortwitze gebracht, ne? So. Yes! Was? Geil, ich muss den wirklich auf der in der Frame gehauen haben, wo er sich wieder hingesetzt hat oder hinsetzen wollte, wieder nachdem wir ihn getroffen haben.
Scheiße. Da ist ein Geierraum. Ja. Und trotzdem mache ich das hier noch voll auf epische Art und Weise, voll auf Hard Mode. Ich glaube, wenn die uns treffen, verlieren wir 3 oder 4 Lebenspunkte. Aber wir haben sie weg. Wunderbar. Und können endlich in den Raum von Gaia. Und können uns endlich in unser cooles alter Ego verwandeln. Frieden. Ups. Okay. Das Meereswasser bedeckt noch immer große Flächen des Kontinents. Erst wenn das abgeflossen ist, kannst du Rama, den Herrscher von Mu, finden. Bis hier ist geschehen. Speichern? Ja. Falls nämlich irgendwas abschmiert, haben wir hier einen Speicherpot. Ah. So, wir verwandeln uns in Frieden und können jetzt den dunklen Röster wieder einsetzen, den Dark Friar. Der sieht so aus. Und ist der coolste Angriff des ganzen verkackten Spiels. Mit Frieden. So, hier müssen wir aufpassen. Und jetzt. Du wirkst gleich 2,5 Meter größer. Mhm. Weil der Sprite einfach abartig groß ist, aber es soll halt auch so überwirken. Oh mein Gott! 4 Gegner noch, die sind scheinbar alle unter Wasser. Das heißt, wir kommen erst wieder da unten dran. Und wie ihr seht, da ist noch einmal eine Masse, das heißt, wir müssen noch weiter nach unten. Wann wollen wir eigentlich mit Super Mario spielen? Wenn die Zeit reif ist. Also noch nicht als LP, dafür möchte ich es einmal durchgespielt haben. Nein. Verliert sich der Witz. Man weiß, wie gut ich in Super Mario bin. Beziehungsweise in Jump'n'Runs allgemein. Den Kacke habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Der ist nämlich ziemlich einfach, wenn man den direkt beim ersten Mal richtig macht. Und richtig erwischt. Noob, du bist gleich tot. Also Höhenunterschiede sind denen ja auch scheißegal. So. Das wird einfach jetzt. Ja. Ich hab mich mit einem Fehler selber beinahe umgebracht. So. Der stirbt an dem doppelten Dark Friar. Ja, wie man merkt, ist es eine coole Idee, einfach immer belohnt zu werden, aber so muss man die Gegner auch manchmal... Es gibt halt einige Gegner in einigen Bereichen des Spiels, die sind so über... Die stellen alles andere so in den Schatten in den vorherigen Dungeons und... Naja, es gibt dann wieder Gegner, die sind so einfach, dass man sich echt fragt, warum muss ich die so oft besiegen? Zum Beispiel die Slimes oder Blob-Dinger, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie offiziell heißen. So, Slime-Blob-Dinger! Da ist wieder so eine Mulde. Mhm. Da müssen wir zwar runter, aber da können wir nicht runter. Weißt du, wieso wir da noch nicht runter können? Die brauchen bestimmt dafür ein Item. Die werden einfach zu faul eine... wie heißt das? Krabbel-Animation. Zu pixeln. Tja, wer weiß, wer weiß. Nein, den können wir nicht hauen. Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Und trotzdem muss ich ihn erst weghauen, denn wir haben jetzt hier ein kleines Rennen auf Zeit. Zack, Ding geht runter. Wir müssen hier einmal lang rennen. Ich hätte jetzt gedacht, das würde gleich explodieren und nicht umbringen. Bumm. So. Ist das rot geleuchtet? Hier im Bereich. Nee, das ist ein Schalter. Whoopsie Daisy. Da ist er tot. Rund 16. Oh, da können wir schon mal wieder einen Gegner vor. Schon mal bevor wir ihn eigentlich hauen können, töten. Na, Mist, der ist zu weit weg, um in der Hitbox zu sein. Nee. Bam. So, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Risiko. 2, 1, Risiko. Komm ran. Bam. Und zack. Dark Queen, Dark. So, und jetzt haben wir hiermit einfach schon mal ein bisschen vorausgegriffen. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen zu dieser Statue. Du wirst wahrscheinlich auch dann direkt wissen, was wir da machen müssen. Ja, immer die näheren Blicke. Richtig. Oh, ich habe schon wieder 3 Leben. Ich glaube, die brauchst du auch gleich. Ja, ich glaube auch. Oh, irgendwie ist das ja peinlich. Man ist knapp 2789 Meter groß im Vergleich zu seinem kleinen Vor-Ego. Und man wird von einem Schleim umgebracht. Dieses Spiel macht so viel Sinn wie kein Spiel vorher. Terraria bekommst du wenigstens einen Schild. Oh, Gaia-Raum.
Yep. Und hier erhalten wir etwas für unsere Knirpsform. Aber vorher werde ich mir jetzt mal kurz Hitpoints wieder aufladen, schmeiße ihm Dark Fryer ins Gesicht, was ihm egal ist. Was? Ja, ich weiß, ihr könnt euch den Text durchlesen, aber der erzählt mir sowieso nochmal. Und jetzt erhalten wir eine Fähigkeit für unsere etwas weniger coole Form. Heimlich dabei trinken. Man hat es gar nicht gehört. Ja, ich weiß. So. Psycho Slider Craft kann nun verwandelt werden. Verwandt werden. Ja, schon wieder Incest. Wie bei der letzten Fähigkeit und der Fähigkeit davor. Nur Will kann den Psycho-Slider anwenden. Ich als Gaia spreche jetzt so. Du kannst mit viel Schwung rutschen, verstehen Sie, quasi, um durch enge Passagen zu schieben. Verstehen Sie? Das ist witzig. Drücke im laufenden Angriffsknopf. Das ist Witz.